Also für mich am wichtigsten ist, dass es an einem Ort ist, wo es halt nicht erwartet wird. An einer Schule zum Beispiel, wie bei uns in dem Fall. Es ist halt sehr unerwartet und das ist halt der Moment, wo dann die Aufmerksamkeit von den Leuten halt angeregt wird. Und schaut vielleicht auch mal nach oben, besonders bei Wandbildern oder so. Dann schaut man auch aus anderen Perspektiven die Umgebung an und entdeckt vieles Neues, was man davor nie so gesehen hätte, weil man einfach sich manchmal nicht so aktiv mit der Umwelt auseinandersetzt. Also man nimmt dann halt die Umgebung auch dann wirklich wahr. Es weckt halt die Interesse in uns, vor allem dann halt auch produktiv zu werden. Wir fangen dann an zu handeln, auf eine Art und Weise, sei es gedanklich oder halt aktiv. Urban Art ist ja sozusagen öffentlich. Weil es eben draußen ist und nicht in dem geschlossenen Gebäude, wie zum Beispiel in dem Museum. Und somit jeden erreichen kann. Vielleicht ja auch manche, die sich eigentlich gar nicht so dafür interessieren, werden dann trotzdem davon angesprochen. Und können sich einfach Gedanken darüber machen oder man kommuniziert mit anderen Leuten darüber. Und sich halt auch Gedanken machen, die man sich sonst nicht gemacht hätte. Außerdem finde ich, dass wenn man durch eine Gegend läuft, die vielleicht ein bisschen trist erscheint, kann man dadurch sehr viel Kraft schöpfen, wenn man schöne und vor allem farbig ausdrucksstarke Motive sieht. Und dann hat man einfach direkt gute Laune und ist fröhlicher.